Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valhalla Hills. Wir haben in der letzten Folge mit diesem wunderbaren Spiel angefangen und befinden uns nun hier, ne, auf einer kleinen Insel. Die Leute haben nicht so viel Platz zum Leben, aber das wird sich ja auch hoffentlich irgendwann ändern. Zumindest haben sie kleine süße Zelte und ja, wir haben eine gut laufende Holzproduktion. 15 Holz brauchen wir für ein Sägewerk, zumindest wenn ich das richtig verstanden habe. Warte, wir können es aber sonst auch nochmal gern anschauen. Hier ist es. Genau, mindestens 5 von Holz geschlagen aktuell. Warte, was? Säge. Achso. Nee, also haben wir die Voraussetzungen schon. Warte mal, Voraussetzungen. Mindestens 5 von Holz geschlagen. Aktuell 19. Dann haben wir das ja freigeschaltet. Aber wie können wir denn das platzieren, ist die Frage. Hier haben wir nun nächste Erfolge, Statistik, Ressourcen. Ich finde es super cool, wie das hier alles wirklich gelistet wird. Das ist sehr cool gemacht. Produktionsnachrichten. Ja, die können ruhig bleiben, da habe ich kein Problem mit. Nur wie bauen wir halt jetzt als nächstes mal so ein paar mehr Arbeitsbereiche auf, ne? Ich weiß halt leider nicht, wo die Wege zu finden sind oder so. Und die sind, glaube ich, auch nicht herstellbar in, vielleicht brauchen die mehr Werkzeug. Ich kann mal so drüber nachdenken. Machen wir mal 3. Und 3 hier. Na, können sie ja mal ein bisschen was herstellen. Sollte ja kein Problem sein. Und dann werden wir vielleicht wirklich mal das Portal schon mal aktivieren. Denn bisher sehe ich noch nicht wirklich, wie wir hier irgendwas wegemäßig platzieren können, wenn ich das nicht falsch verstanden haben sollte. Und wir haben ein paar Arbeitslose, ne? Das kann sich ja bald ändern. Alter, dass hier 26 Wikinger raufpassen, ne? Das finde ich immer noch erstaunlich, muss ich zugeben. Wir können ja gerne noch ein paar Wohnhäuser bauen. Wenn man schon mal dabei ist. Die Leute sollen ja hier auch nicht total, weiß ich nicht, mit schlechten Verhältnissen leben. Bauen hier noch eins in die Mitte. Dann haben wir so einen perfekten Wohnkreis. Also so perfekt ist er nicht. Aber er geht in die Richtung. Er ist okay. Lässt sich anschauen so. Haben wir nämlich noch mal ein paar mehr Wikinger. Vielleicht brauchen wir auch erstmal eine gewisse Anzahl an Einwohner, bevor wir so eine Sachen bauen können, denn... Ja, ich sag's mal, wie es ist. Für 10 Einwohner brauchst du keinen Weg. Ich meine, die gehen lang, wo sie wollen. Würde ich auch so machen, bei so einem kleinen Dörfchen hier. Ja. Ich glaube wohl kaum, dass sich auch irgendwer aufregt, dass er übers Grundstück gelatscht ist. Denn ich glaube, hier hat keiner Besitztum auf dieser Insel. Zumindest noch nicht. So, Äxte werden derzeitig gebaut. Ich hätte halt gerne mal eine Übersicht, wie viele Äxte wir denn gerade im Einsatz haben. Denn jetzt muss ich nämlich mal kurz nachrechnen. Ich glaube, wir haben jetzt 9 Stück und wir haben 10 Einwohner. Das heißt, wir können theoretisch nochmal eine produzieren. Guck mal, der ist da sogar am Arbeiten. Nett. Beziehungsweise sie. Die gute Lotta. Die kloppt auf den Stein rauf. Okay, weiter kann ich die Kamera leider nicht drehen. Ist tatsächlich mal ungewohnt, weil normalerweise kannst du ja mal um 360 Grad die Kamera drehen. Aber in dem Fall wirkt es jetzt erstmal so wie 90. Aber gut, wer braucht schon 360 Grad, ne? Ich nicht. Okay. Gut, den Leuten geht es, glaube ich, ganz gut bisher. Genug Essen, genug Wohnungen. Also fast genug Wohnungen. Das sind 3, 4, ja... Beziehungsweise, warte, jetzt habe ich das komplett falsch gerechnet. 3, 6, 7. Ja, wir bräuchten eigentlich 10. Heißt, wir können ruhig noch mal ein paar bauen hier. Leider wird aber der Platz langsam ein bisschen knapp. Wir können hier hinten noch eins hinbauen. Wenn da Platz ist, der noch so ein bisschen offen ist, dann nehme ich den natürlich erst einmal dazu. Das ist ja keine Frage. Dann könnt ihr nämlich auch mal ein bisschen außerhalb wohnen. Ich sag mal so. Ich mag ja auch dieses Vorstadt-Feeling ein bisschen mehr. So ein bisschen vor der großen Stadt, eine kleine Stadt, da wohnen, ist eh immer schöner. Gut, ob man das hier jetzt überhaupt irgendwas nennen darf, das ist ja nicht mal eine Kommune gefühlt. Oder ist es ein Weiler, würde ich behaupten. Ich glaube tatsächlich, ab 10 Einwohner kann man sogar schon Weiler nennen und nicht einfach nur 2 Häuser in der Gegend. Finde ich immer ganz interessant. Ich achte da öfters immer mal drauf, wenn ich hier über ein paar örtliche Dörfer fahre. Was so ein Weiler ist und was halt so... schon als Dorf zählt. Weiler sind ja immer in grünen Ortsschildern gekennzeichnet und halt Dörfer ab da an halt in gelb, ne? Das kennt man ja. Und das ist, finde ich mal ganz cool zu sehen.
Ich weiß gar nicht. Ich habe ja einmal in meinem Leben auf einem Dorf... Ich weiß auch nicht, ob das ein Weiler war, aber ich glaube, es ist schon ein Dorf gewesen. Ich habe ja einmal in meinem Leben auf einem Dorf gewohnt. Und ich muss sagen, ne, nichts gegen jemanden, der jetzt hier auf dem Dorf wohnt. Falls sich jemand zuschaut und auf dem Dorf lebt, ist bestimmt schön. Aber meins ist es nicht. Es ist mir halt alles... Weiß ich nicht. Allein schon in der Kleinstadt kenne ich jeden. Und das ist nicht ein Vorteil in meinen Augen. ja. Weiß ich nicht. Man ist halt auch so ein bisschen... sehr an bestimmte Sachen gebunden, wie zum Beispiel Auto, weil in der Nähe halt nicht unbedingt ein Supermarkt ist und so. Zumindest war es in dem Dorf so, wo ich mal gelebt habe. Da musstest du halt erst mit Auto irgendwie 20 Minuten irgendwo hinfahren. Ja, und das ist, weiß nicht, wenn man mal ab und zu einfach mal sich nochmal schnell so, weiß ich nicht, an einem Freitag oder Samstagabend nochmal irgendeinen Snack holen möchte oder irgendwas zu trinken, dann gehe ich hier halt einfach 5 Minuten zum nächsten Supermarkt mal kurz und hole mir das noch vor Ladenschluss. Wäre natürlich in dem Fall nicht mehr möglich. Höchstens Tankstelle dann. Aber ja, ich denke, da ist halt jeder anders für bestimmt, ne? Und ich glaube, das hat auch eine große Einwirkung, wie man aufgewachsen ist. So. Okay. Wir bekommen tatsächlich keine neuen Einwohner, was ich persönlich sogar als gutes Zeichen wahrnehme, denn die Leute können wenigstens alle im Zelt schlafen dann. Weil, ja, müssen ja nicht auf Boden pennen. Also 3, 6, 9. Also eins können wir noch gebrauchen. Wir haben 10 Einwohner. Ich mag es übrigens auch, dass, dass Wohnhäuser als Logistik zählen. Statt Unterbringung von irgendwelchen Waren bringen wir hier unsere Menschen unter. So, guck mal, die legen sich jetzt alle schön schlafen in den Häuschen. Jeder hat ein kleines, schöne Überdachung. Ich weiß gar nicht, ob es regnen kann. Das wäre natürlich ein schönes optisches Merkmal. Boah, wir haben so viele Benachrichtigungen hier. Alle Waren produziert, das ist gut zu wissen. Erfolg Jäger. Auch wenn ich noch kein Tier gesehen habe, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was sie jagen. Vielleicht ein paar Flöhe oder so vielleicht. Das weiß ich jetzt nicht ganz. Aber, ja, bisher habe ich noch nichts gesehen. Ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt was rumlaufen kann in der Art. Aber wir müssen auf jeden Fall mal schauen, ob wir hier mal ein Portal öffnen vielleicht demnächst. Weil ich fühle mich jetzt eigentlich langsam bereit dafür. In der zweiten Folge schon bereit fürs Portal? Fragezeichen? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ich meine, so viel haben die jetzt ja nicht mehr zu tun, ne? Und wir können auch nichts Neues bauen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, so wie es ist. Ich fühle mich bereit. Eigentlich hat jeder das Recht auf eine Axt. Komischerweise trägt aber nicht jeder eine rum. Aber wer hat denn noch keine? Wie viele wollen denn noch eine? Pass auf. Hier läuft einer rum. Der Björne hat noch keine. Oh, hier haben viele noch keine, ne? Müssen vielleicht doch noch mal ein paar produzieren. Machen wir mal noch 4. Verteilt über 2 Produktionen. Ich denke, das klingt doch ganz ordentlich. Und wenn jeder eine Axt hat, dann machen wir uns mal... Dann begeben wir uns mal zum Portal. Da bin ich halt mal sehr gespannt, was wir dann vielleicht... Ja, was wir dann vielleicht erfahren können. Gesammelte Ehre 1150. Anfordern. Baue mehr Wohnhäuser, um Platz für mehr Wikinger zu haben. Ach, hier können wir... Ach so... Hier können wir noch ein paar Leute anfordern, bringt uns halt nur leider nichts, denn... Joa, das ist halt... Wir haben nicht viele Arbeitsplätze. Das ist ein Problem. Also der wurde jetzt eigentlich auf eine hoffnungslose Insel gesetzt, weil der selbst auch schon in der Warteschleife steht. Aber er findet doch mal was Neues, Leute. Ja, also wenn man keinen Arbeitsplatz findet in der Zeit, zumindest stelle ich mir das immer so vor, hat man einen erfunden. Keine Ahnung. Schaut es euch an. Ich habe eine goldene Bohne im Erdreich gefunden. Kaufen Sie die jeweils für 1000 Münzen ab. Und so hat man Reichtum damals gewonnen, ne? Man konnte eigentlich, theoretisch, ne, konnte man damals so schnell reich werden, indem man einfach nur, ich meine heutzutage auch noch, ne, man kann immer noch irgendwelche Leute, sage ich mal, verarschen und damit ausnutzen. Aber gerade damals haben die Leute alles geglaubt, in so einer Wikingerzeit. Dann hättest du halt wirklich einen Porzellanteller auf den Tisch setzen können und sagen können so, reibe dreimal mit einem nassen Zeigefinger auf dieser Keramikschüssel herum und vor dir wird ein Gott erscheinen, der dich dein Leben lang begleiten wird und auf dich aufpassen wird. Aber du wirst ihn nicht sehen. Und er würde sagen, boah, wie viel willst du? 5000 Münzen? Alles klar. Das war halt so, ja, ne, andere Zeit. Die Leute haben sich halt noch nicht erklären können, wie alles funktioniert hat. Ich meine, das geht manchen Leuten immer noch so. Zumindest gibt es auch manche Leute, die wollen es nicht glauben. Und... Ja, ist schon interessant, das zu sehen. Was man sich da damals ausgemalt hat.
Finde es auch immer interessant, wie sich Leute damals zum Beispiel die Pest zum Beispiel vorgestellt haben. So als tanzender Tod und so. Schon interessant. So, wie läuft's mit den Äxten? Zwei sind immer noch in Produktion. Wo sind denn die Leute? Hallo, könnt ihr mal zur Arbeit gehen? Ich bezahle euch nicht fürs Atmen, fürs Rumstehen. Ich sehe nämlich kein Arbeiten. Wie sind denn die Arbeitszeiten hier? Wird hier nicht nachts gearbeitet? Hallo? Wir brauchen diese Äxte und zwar schleunigst. Oh, ist schon verlockend, da jetzt einfach mal raufzuklicken, ne? Aber wie gesagt, ab dem Punkt sind wir, glaube ich, angreifbar. Und das gefällt mir nicht. Ich bin nicht gern angreifbar. Dann lebe ich lieber auf meiner kleinen Insel weiter, okay? Ich glaube, wir können uns langsam mal dem Ganzen widmen. Ich meine, uns fehlen halt Äste und so. Uns fehlen allgemein ein paar Materialien gerade. Das heißt, es wäre wohl langsam an der Zeit, das Portal zu öffnen. Durch das Öffnen des Portals gelangen Feinde in deine Welt. Besänftige sie mit Opfergaben oder bekämpfe sie. Aha, okay. Na los, machen wir das. Auf damit! Laute Musik! Sehr viel Ehre! Aber wahrscheinlich auch sehr viele Feinde in der Zukunft. Das ist aber okay, ich fühle mich bereit. Ja, ja. Okay. Ja, und jetzt? Betrete Portal. Ah, Sieg, du hast die Mission an diesem Berg gewonnen. Sehr laute Musik. okay. Also, okay, das ist interessant. Also, das habe ich erst nicht verstanden. Das Ganze ist in Etappen aufgebaut. Das heißt, man betritt halt immer wieder neue Welten, bei denen man wieder neu anfängt, aber halt mit dem aktuellen Wissen der letzten Welt. Das heißt, alles, was wir hier freigeschaltet haben, wird übertragen. Oder beziehungsweise, wir werden es halt das erste Mal da wirklich nutzen können. Das heißt, ab in die nächste Mission. Das ist interessant. Das gefällt mir aber an sich, das Prinzip. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das noch angewendet wird. Und natürlich befinden wir uns auf einer größeren Insel. Sehr schön zu sehen. Da bist du ja wieder. Der erste Gang durch das Portal war mühelos zu bewältigen, aber im Spielverlauf werden die Wächter des Portals immer stärker und aggressiver. Um Soldaten für den Kampf gegen die Wächter auszubilden, benötigst du Kampf- oder Armeelager. Alternativ kannst du mit Opferstätten die Wächter besänftigen und somit auf friedliche Weise den Weg durch das Portal freimachen. Ja, jetzt muss man natürlich erstmal hindeuten so, ne? Also was ist jetzt... Ist Aufopfern und Armee nicht dasselbe? Also irgendwie sterben in beiden Sinne irgendwie mal Leute. Aber Aufopfern klingt immer so, ich weiß nicht. Vielleicht können wir ja Thaddeus opfern als unglücklichster Bikini-Bottom-Bewohner. Grundbedürfnisse. Deine Wikinger werden treu und fleißig für dich arbeiten, es sei denn, sie haben Hunger, sind müde oder müssen unbedingt ein paar nette Worte mit anderen netten Personen wechseln. Im Grunde erfüllen sie diese Bedürfnisse von ganz alleine. Allerdings solltest du unbedingt dafür sorgen, dass sie möglichst gut versorgt sind, da sie dann viel effektiver arbeiten. Wenn sie nämlich ihre Zeit damit vertrödeln, Bären zu suchen oder sich die Knochen bei einem Nickerchen unter einem Baum verrenken, ist das nicht so gut, wie wenn sie beispielsweise leckeres Brot zu essen bekommen und sich in einem weichen Bett mit einem Dach über den Kopf ausschlafen können. Übrigens, für eine Pipi-Pause unterbrechen sie ihre Arbeit nicht. Das ist ja nett. Ja, ja. Okay. Also, ne, Bedürfnisse hat der Mensch durchaus auch mal. Und da haben wir jetzt auch deutlich mehr Möglichkeiten jetzt. Das ist natürlich schön. Erstmal starten wir natürlich ganz klassisch mit dem Holzfäller. Denn warum sollten wir das nicht tun? Was ist denn hier so der dicht besiedelste Bereich? Sagen wir mal hier. So an Bäumen. Starten da ganz klassisch und jetzt haben wir halt schon eine deutlich größere Auswahl. Das finde ich aber ganz interessant. Das heißt, wir müssen halt immer pro Welt bestimmte neue Sachen freischalten, die wir dann in die andere mit rübernehmen und dort anwenden können. Finde ich ein cooles Prinzip. Erinnert mich ein bisschen an... Ja, ich wollte gerade sagen From Dust, aber das ist natürlich prinzipmäßig ganz anders. Obwohl, da hast du auch Missionen. Ah, da baut man nicht unbedingt doch auch ein Volk auf. Ach, naja, ein bisschen. Bisschen ähnlich ist es vielleicht. Aber nicht ganz. Ah, ich mag gerade noch die friedliche Stimmung. Ich genieße es mal noch, solange wir nicht angegriffen werden, ne? Noch ist das kein Problem. Als nächstes würde ich dann den Werkzeugmacher tatsächlich bauen und danach dann schon mal Wohnhäuser, weil, wie gesagt, die Leute haben Bedürfnisse und werden halt, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein bisschen misstrauisch, wenn, keine Ahnung, ihr Herrscher für sie nicht sorgt. Würde ich aber auch werden, ne? Also, keine Ahnung. Ich sag jetzt auch einfach mal, ich werde faul, wenn ich nicht 5 Goldbarren an den Kopf geworfen bekomme. Jetzt sehe ich wenigstens noch mal ein paar Tierchen übrigens. Ein paar kleine Häschen. Süß.
Da möchte ich eigentlich schon wieder fast den Weg des Nichtjägers gehen, sondern lieber nur ein bisschen Brot machen. Gebäude ausschalten, umziehen, abreißen. Manchmal ist es sinnvoll, Arbeitsgebäude auszuschalten, um die Produktion dort zu stoppen. Wenn man sie später wieder benötigt, kann man sie wieder aktivieren. Einige mobile Gebäude wie der Geologe, Kampf- oder Unterarmeenlager oder Kurierposten können verlegt werden, um sie an anderer Stelle sinnvoller einzusetzen. Dadurch fallen keine zusätzlichen Baukosten und auch keine Bauzeit an. Das ist nett. Das ist sehr hilfreich. Du kannst Gebäude bei Bedarf auch wieder abreißen. Dadurch erhältst du einen Teil der Baukosten zurück. Sehr schön. Okay. Ja, dann würde ich erstmal sagen, Werkzeuge, ne? Also, sobald wir dann mal ein bisschen Holz ranbekommen, aber wir werden das trotzdem schon mal platzieren. Nur wo? Natürlich auch gezielter irgendwo mal ein bisschen aufpassen, wo ich was hin platziere. Und übrigens, das wollte ich eigentlich schon in der ersten Folge erwähnen, aber das Spiel gibt mir halt schon ganz schöne Siedler-Vibes. Und als jemand, der mit Siedler aufgewachsen ist, war schon ganz cool. Also, die Siedler. Finde ich, ne, in die Original-Siedler-Teile, ich meine, klar, letztes Jahr oder so kam auch, oder dieses, kam ja Pioneers of Pegonia raus, was ja unter anderem von einem Macher von die Siedler ist. Da wollte ich auch mal reinschauen, aber das ist mir, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich immer so ein bisschen negativ dazu eingestellt bin, neue Spiele zu spielen aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht ganz, was damit auf sich hat, vielleicht der Preis oder so. Aber da werde ich auch irgendwann mal reinschauen. Entweder Let's Play oder privatmäßig. Aber so originale Siedlerteile, da muss es auf jeden Fall mal irgendwann was zu geben auf dem Kanal, da habe ich richtig Lust drauf. Einfach nur aus Nostalgiegründen schon. So, das ist so mit das erste und mit das einzige, was ich damals an Strategiespielen gespielt habe. Ich habe ja im Anno Let's Play schon erwähnt, dass ich da das erste Mal Anno gespielt habe. Und ja, die Siedler war da schon ein kleiner Teil meiner Kindheit, sage ich mal. Fand ich immer sehr cool. So. Hedda, ne, du machst das schon, ne, Werkzeugmacher. Als nächstes, wie gesagt, dann am liebsten Gebäude, weil die können sich ja so lange erstmal von Beeren ernähren. Danach würde ich sagen Sägemühle und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Fischer anstellen. Denn ich muss sagen, wenn ich mir die Größe von der Insel betrachte, sehe ich das als deutlich wahrscheinlicher, dass wir mehr Erfolg mit einem Fischer haben. Weil ich meine, schaut euch um. Ist eine Insel. Hier ist alles voller Wasser. So, Holz gewinnen wir gerade dazu, das ist ein gutes Anzeichen. Oh, jetzt haben wir den Pfad hier, das Lager, ach schön. Ich liebe es, wenn so Sachen dazukommen langsam, das ist immer ein richtig schönes Gefühl. Diesmal bauen wir einfach mal hier rum. Ist auch ganz nett, oder? Machen wir erstmal zwei. Machen wir erstmal zwei und wir müssen noch, oh, wir haben auch neue Sachen, was das angeht. Machen erstmal zwei Äxte auch. Wir haben jetzt unter anderem eine Angel und einen Speer. Ein Speer wird natürlich wichtig für die Verteidigung, auch wenn ich glaube, dass man mit einer Axt genauso gut verteidigen könnte, theoretisch. Aber gut. Mal schauen. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir werden ja von irgendwelchen Zwergen oder so angegriffen. Klingt bisher noch nicht so stark, aber das kann sich ja auch schnell ändern. Wer weiß, was die an Equipment haben. Ich hoffe, das Spiel ist noch ein bisschen gnädig. Was haben wir denn so an Ehre gerade? 40, ja gut. Das lief auch schon mal besser. Aber ja, ich mag den Stil echt wirklich sehr gerne. Also er ist so ein bisschen cartoony. Er ist einfach so ein bisschen liebevoll, charmant und man fühlt sich so ein bisschen wohl. Das erinnert mich aber auch. Und ich überlege gerade, ob es vom gleichen, ob es auch von Diadelic ist. Ich glaube aber schon, Celeste hieß es, glaube ich, oder? Das ist so ein Point-and-Click-Adventure, was ich damals auch mal gespielt habe. Auch so ein Teil meiner Kindheit, könnte man sagen. Das würde ich auch gerne mal auf dem Kanal haben. Auch wenn es ein... Das ist eine ganz, ganz schöne alte Krücke. Aber trotzdem. Nee, Civil heißt das. Civil, jetzt hab ich's. Nicht Celeste. Civil. Kennen vielleicht noch einige von euch. Das erinnert mich optisch daran. Das gute alte Civil. Wie gesagt, eine alte Krücke, aber hätte ich auch gerne mal auf dem Kanal irgendwann. Ich denke, das bietet sich auch gut an, da wir ja auch schon einige Point-and-Click-Adventures hatten auf dem Kanal. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren abgeben. Wie sieht's aus? Schon hergestellt? Nee, ist noch in der Produktion. Kein Problem, lasst dir Zeit. Lotta baut eh gerade das Haus. Ich mag die Namen wirklich sehr gerne. Die typisch skandinavischen Namen.
Da fällt mir gerade ein, ich habe ja auch einen skandinavischen Namen. Stimmt. Da war ja was. Beziehungsweise ist es ziemlich umstritten, ob Lennart niederdeutsch ist oder skandinavisch. Aber ich glaube, meine Schreibweise ist tatsächlich skandinavisch. So. Wohnzelte, wie gesagt, die könnten ruhig noch ein paar mehr haben. Ich weiß aber auch nicht, ob die zu zweit in den Zelten schlafen. Ich weiß nicht, wie viel Platz die jeweils einnehmen. Das würde mich mal interessieren. Da haben wir leider nicht wirklich Informationen zu bekommen. Aber dadurch, dass hier manche noch auf dem Boden schlafen, denke ich, dass wahrscheinlich einer nur jeweils drin schläft. Naja, gut. Aber sieht doch schon mal ganz okay aus, muss ich sagen. Kann man eigentlich, warte mal, das muss ich jetzt mal direkt speichern und verlassen. Okay, das wollte ich nämlich mal wissen. Das, sonst wäre ich beunruhigt gewesen. Aber ja, gut. Ich würde auf jeden Fall sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, dass wir vielleicht die ersten neuen Gebäude bauen können, wenn die Leute sich hier dann wohl genug fühlen sollten unter meiner Herrschaft. Und ja, dann schauen wir mal, ob wir vielleicht den ersten Kampf erleben werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Falls ihr das nicht verpassen wollt, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Valhalla Hills. Habt noch einen wunderschönen Wikingerreichen Tag. Lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.